Der 27-jährige Torben hat nach einer Corona-Impfung schwere Nebenwirkungen. Die Kosten für Diagnostik und Therapie einer Autoimmunreaktion und Herzerkrankung musste er aber selbst finanzieren. Allein für Blutwäschen zahlte er über 12.000 Euro. Ohne finanzielle Unterstützung seiner Eltern hätte er das nicht gekonnt. Wobei ich auch andere Impfgeschädigte kenne, die einfach nicht die finanziellen Mittel haben und die bis heute ohne Therapie, Diagnose oder ansatzweise mit einem Fünkchen Hoffnung dastehen. Doch warum müssen Betroffene von Impfnebenwirkungen, Untersuchungen und Therapien aus eigener Tasche bezahlen? Torben erzählt uns seine Geschichte. Er sei kein Impfgegner, im Gegenteil. Schon im Mai 2021 ließ er sich mit BioNTech impfen. Wenige Tage später bekam er Kopfschmerzen, Schwindel, fühlte sich extrem schwach. Obwohl er vor der Impfung immer aktiv Sport getrieben, nie Herzprobleme hatte, kam er nun kaum noch die Treppe hoch, hatte Atemnot und starke Herzrhythmusstörungen. Da hatte ich primär noch einfach Herzschmerzen, wie so ein Druck im Herz. Bin nachts davon aufgewacht, totaler Herzschmerz, ohne dass man sich das eben erklären konnte. Für Torben beginnt eine Odyssee. Er konsultiert Fachärzte, besucht verschiedene Krankenhäuser. Immer wird die Impfung als Ursache ausgeschlossen. Als Standarduntersuchungen wie ein Ultraschall des Herzens ohne Befund bleiben, wird ihm eine Psychotherapie empfohlen. Das hätte man sich vorher so nicht vorstellen können, dass man als geschädigter junger Mensch so im Regen stehen gelassen wird. Doch Torben unterzieht sich keiner Psychotherapie. Er recherchiert selbst, findet internationale Studien, die seine Symptome als eine Folge der Impfung beschreiben. Er entschließt sich, ein MRT des Herzens machen zu lassen. Die Kosten dafür muss er selbst übernehmen, etwa 1.000 Euro. Das Resultat? Sein Herz hat tatsächlich Funktionseinschränkungen, die wahrscheinlich die Folge einer Herzmuskelentzündung nach der Impfung sind. Kardiologe Dr. Steen hat täglich Patienten wie Torben. Die bei verschiedenen Ärzten waren, die immer sagen und suggerieren, das kann alles, es kann gar nicht daran liegen, es ist in Ordnung. Und da habe ich jeden Tag Patienten, die wir im MRT untersuchen. Eben, und dann können wir Pathologien feststellen, die klar einer Herzmuskelentzündung zuortbar sind. Weil Impfnebenwirkungen häufig nicht als solche erkannt werden, müssen sich Patienten wie Torben auf eine monatelange Odyssee begeben. Das schildern auch viele Betroffene, die uns nach einem Plus-Minus-Bericht im März zu Impfnebenwirkungen schreiben. Man wird komplett alleingelassen und zu allem Überfluss als Corona-Leugner und Impfgegner beschimpft. Dabei hat man doch alles richtig gemacht und sich impfen lassen. Viele suchen Spezialisten. Ich habe ca. 30 Ärzte gesehen, war zweimal stationär in der Neurologie und 6 Wochen in stationärer Psychotherapie, bei der ich mich vollkommen fehl am Platz fühlte. Dass Ärzte diese Nebenwirkungen oft nicht erkennen, liegt auch an der unzureichenden Forschung. Die Uniklinik Marburg ist eine der wenigen, die das tun. Ein Ärzteteam um den Kardiologen Professor Schiefer hat seit Anfang des Jahres eine Spezialambulanz für solche Patienten errichtet. Der Ansturm sei riesig. Über 1.000, vor allem junge Menschen, werden derzeit behandelt. 3.000 stehen auf der Warteliste. Nach 9-monatiger Ärzte-Odyssee gelang es auch Torben, einen Termin in Marburg zu bekommen. Endlich wurden seine Symptome ernst genommen. Die Ärzte bescheinigen ihm eine Autoimmunreaktion nach der Impfung. Ebenso eine Herzmuskelerkrankung. Die Pumpleistung sei eingeschränkt, wahrscheinlich als Folge der Impfung. Die Marburger Ärzte nennen die zum Teil gravierenden Symptome das Post-Vac-Syndrom. Es sei ein eigenständiges Krankheitsbild, von dem man derzeit viel zu wenig wisse. Deshalb brauchen Sie Aufklärung bei niedergelassenen Kollegen, die wissen, dass es dieses Erkrankungsbild gibt. Und Sie brauchen auf der anderen Seite translationale Forschung, das heißt die Forschung, die sich von der Grundlage bis zum Krankenbett bewegt, um solche Patienten tatsächlich effektiv, Patientinnen effektiv zu behandeln. Wie schwerwiegend die Symptome sein können, zeigt auch der Fall der 15-jährigen Lea. Ihre Mutter möchte nicht, dass das Gesicht ihrer Tochter zu erkennen ist. Leas Zustand verschlechterte sich nach der Impfung so, dass sie mittlerweile auf einen Rollstuhl angewiesen ist. Laut medizinischem Dienst hat sie Pflegegrad 3. Wir hatten vor der Impfung wirklich ein kerngesundes, lebensfrohes Kind, was mit beiden Beinen im Leben stand, in der Schule top war.
Aber man wird abgebügelt, da will keiner drüber reden. Das gibt es nicht und es gibt keine Impfnebenwirkung, also Impfschäden. Wir wurden immer für, ja, ich sage jetzt mal, wirklich verrückt erklärt, was wir jetzt wollen, warum wir jetzt unbedingt so ein MRT für unser Kind haben wollen. Auch bei Lea wurde eine Herzmuskelentzündung nach der Impfung ausgeschlossen. Erst als die Mutter auf ein MRT beharrt, bestätigte sich ihr Verdacht. Ihre Tochter hatte eine Myokarditis, also eine Herzmuskelentzündung. Doch es kamen noch motorische Ausfälle dazu. Bis zum heutigen Tag sieht ihre linke Hand so aus. Zudem knicken beide Beine und Füße beim Stehen weg. Auch Lea konnte erst nach einer monatelangen Odyssee in Marburg aufgenommen werden. Inzwischen liegen die Wartezeiten bei fast einem Jahr. Professor Schiefer fordert deshalb mehr Spezialambulanzen in Deutschland. Es bedarf einfach kurzfristig einer intensiven finanziellen Unterstützung, um sowohl dieses Patientenaufkommen als auch die Grundlagenforschung abzuarbeiten. Das ist jetzt kein jahrelanges, jahrzehntelanges Projekt. Weil wenn das Problem gelöst ist, wissen wir sicherlich viel mehr auch über die Erkrankung und können mit dieser Erkrankung besser umgehen. Neben der mangelnden Forschung haben Betroffene wie Torben noch ein Problem: der Leistungskatalog der Krankenkassen. Auf der Suche nach einer Therapie ließ er für 200 Euro sein Blut auf Autoantikörper analysieren. Das sind Antikörper, die für seine überschießende Immunreaktion verantwortlich sein könnten und auch bei Patienten mit Long-Covid gefunden wurden. Sein Befund ist positiv. Auf Empfehlung seiner Ärzte unterzog er sich deshalb mehreren Blutwäschen. Da seine Krankenkasse die Kosten nicht übernahm, musste er diese selbst zahlen. Insgesamt mehr als 12.000 Euro. Wir konfrontieren den zuständigen Spitzenverband der Krankenkassen mit dieser Ablehnung. Der schreibt uns dazu: Die Blutwäsche werde zwar von Fachgesellschaften als Therapieoption erwähnt, es gebe aber keine Studien, die eine Aufnahme in den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung begründen könnten. Im Klartext: keine Forschung, keine Kostenübernahme. Wir fragen den Bundesgesundheitsminister, was er konkret für die Erforschung des neuen Krankheitsbildes tun will. Leider hatte er keine Zeit für uns. Auf YouTube hingegen sprach er kürzlich zum ersten Mal über das Post-Vac-Syndrom als Nebenwirkung der Impfung. Betroffene freuten sich zunächst über diese erste Anerkennung durch die Politik. Doch wie der Minister ihre Symptome beschreibe, sei eine Verharmlosung. Also, Post-Vac-Syndrom bezeichnet man ein Syndrom, wo nach der Impfung die Menschen sich nicht so gut konzentrieren können wie vorher. Oder wo also Nebenwirkungen vorkommen, so ähnlich wie bei Post-Covid, allerdings seltener, viel seltener und auch weniger schwer. Die Impfgeschädigten haben uns dann natürlich die Frage gestellt, auf welcher Evidenz, auf welcher wissenschaftlichen Grundlage kann man zu einer solchen Aussage kommen. Auch Professor Schiefer scheint sich das zu fragen. Via Twitter antwortet er dem Minister. Leider decken sich ihre Äußerungen, dass das Post-Vac-Syndrom weniger schwerwiegend sei als Long-Covid, nicht mit unseren klinischen Erfahrungen. Wir fragen den Minister nach der wissenschaftlichen Grundlage seiner Aussage. Eine Antwort blieb er uns schuldig. Dabei brauchen die Betroffenen keine Verharmlosung, sondern eine schnelle Erforschung ihrer Symptome. Seit der Blutwäsche hat sich Torbens Herzleistung zwar wieder normalisiert, Sport treiben wie vor der Impfung kann er allerdings immer noch nicht. Schwindel und Kopfschmerzen plagen ihn nach wie vor. Auch Lea und ihre Mutter suchen weiter nach einer Therapie, sodass auch sie irgendwann wieder laufen kann.